Servus Leute zu einem neuen Video. Heute habe ich dabei den Rainer. Ja, und ihr kennt ihn vielleicht. Moment, ich zeige euch mal das Bike. So, vielleicht erkennst du ein oder andere. ja, das Bike hatte ich vor gut 3-4 Wochen in der Werkstatt. Und jetzt läuft es natürlich wieder wie Sau. Und heute haben wir uns gedacht, schwöre ich mal mit dem Rainer Runde. Aber es ist interessant, weil er hat ein E-Bike. Aber man muss ihm zugute schreiben, er fährt auf Eco. Mindestens Eco, also er, oder? Ist sogar Eco Plus? Nee. Ah, er ist Eco, ist Eco. Ja, und ich bin natürlich hier mit meinem wunderschönen Rose Enduro da. Und ich bin heute mal sehr gespannt. Es hat die ganze Nacht geregnet, der Waldboden ist komplett nass. Also bitte verzeiht es mir, wenn die Linse ab und zu mal einen kleinen, kleine Schlammschichtaffe hat. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja, und wir werden heute mal am Kornberg trampeln und hinten schön den Trail runterfahren. Den kennt ihr noch nicht, den zeige ich euch heute mal. Der macht richtig Spaß, aber heute müssen wir ein wenig aufpassen, weil es wird nass sein. Das letzte Mal war es halt wirklich staubtrocken, da konnte ich den einfach runterschüren. Das werden wir wahrscheinlich heute nicht ohne Limit machen können. Müssen wir mal gucken, wie so die, ja, wie der Boden so ist. Vor allem, du hast eh voll den Vorteil mit deinen fetten Reifen heute. Mit deinen 3-0er Reifen. Also. Aber schauen wir mal, ob mein Michelin Wild Grip da mitmacht. Ich bin gespannt. Ich habe heute bergab auf jeden Fall den Vorteil. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Let's go! Es ist schon ganz schön nass. Oh. Oh. Schaut's euch an. Oh. Oh. Was ist das? So, wir sind jetzt am Kornberg unten angekommen. Ihr seht schon, hier ist Baustelle. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Was passiert hier, Rainer? Ja, hier wird Strom und Wasser raufgelegt, da war zuvor noch nichts. Ja, aber das Beste. Da kommt der Bikepark her. Es kommt der Bikepark her, Leute. Das ist das andere. Es wird, denke ich, ziemlich cool, weil ich meine, wir sind jetzt 1:08, sagen wir mal, eine Stunde braucht man her. Ja, locker. Ehrlich, da werde ich safe jeden Tag hier sein. Und ich bin echt gespannt, also ich vermute mal, dass da der Lift hinkommt. Es soll ja auch irgendein. Wird hier dann alles hinkommen, gell? Ja, die wird da wieder hinkommen. Mit Gastronomie und allem drum und dran. Also ich bin sehr gespannt. Ja. Endlos geil. So, ich würde sagen, wo geht denn jetzt der Wanderweg hoch? Da oben irgendwo, oder? Ja, ist schon schön hier. Also wenn hier dann erstmal der Bikepark steht, bin sehr gespannt. Leute, wisst ihr, was echt schlimm ist? Wenn die Scheibe nass ist, das Quietschen. Aber das Lustige ist, vorne ist es nicht so schlimm wie hinten, aber das liegt daran, dass die Scheibe vorne kleiner ist. Die erhitzt sich schneller und dann verdampft das Wasser. Das passiert hinten nicht so schnell. Oh ja, hier geht's rauf. Rainer, let's do this! Okay, der mit seinem E-Bike haut mir jetzt davon. Oh. Ja, scheiße! Boah, geht das steil rauf. Das war das letzte Mal schon so schlimm. Oh, fuck, weggerutscht. Mist! Keine Chance heute, zu wenig Grip am Boden, rutscht nur weg. Boah, seht ihr das? Da vorne ist er, mit seinem E-Bike. Das sind die Vorteile des E-Bikes, schaut euch an, wie viel Block das ist. Da kann der einfach rauffahren. Da habe ich keine Chance mit meinem Bike. Alter Rainer, du Maschine mit deinem Motor. Aber rutscht doch ganz schön, gell? Cool. Kannst vergessen, ne? Bisschen hier. Ja. Das letzte Mal, wo es trocken war, bin ich mit dem E-Bike hier komplett hoch. Dann geht's schon. Wie hältst du dich gedrückt? Was ist denn das für ein Pussy-Ride? Dann schiebt das Fahrrad. Das ist ja für Weicheier. Yes. Hä? Jetzt musst du nichts machen, oder was? Ja doch, musst du schieben. Hey, lass mal, ich will auch mal. Aber du musst halt einen richtigen Gang einstellen. Lass mal schnell Bike tauschen. Ach so. Es fährt von allein. Halt sau langsam. Ja, musst du halt einen anderen Gang einhauen. Ja. Ja, wir tauschen wieder, oder? Auch ist das Leistungsschieben. Ja, ich würde sagen, wir tauschen wieder, ne? Ich zeige euch jetzt mal meine Schiebehilfe. Wenn ich das Hinterrad anhebe, habe ich weniger Reibung. Kleiner Spaß. Gleich haben wir es geschafft. Oh, schaut euch das an. Voll im Extrembereich. Der Puls ist am Limit. Bis da vorne noch. Komm schon. Boah. Nee. Nein.
schaut euch mal den Ausblick hier an. Das ist mal ein Sichtfeld. Aber man sieht schon am Himmel, das Wetter ist interessant. Oh, langsam habe ich mich wieder erholt. Geht wieder. Das war heftig. Aber schau mal, man sieht so richtig den Blütenstaub im Regen. Bei dir nicht. Das ist echt krass, was so ein Meshguard ausmacht. Also schaut euch mal mich an. Komplett dreckig. Auch die Hose und alles. Und beim Rainer nix. Nur unten die Beine. Ich meine, gut, das ist bei mir. Und wenn man sich auch das Bike mal anschaut. Schauen wir mal. Ja, okay, doch. Ist auch schon gut Dreck dran. Aber bei mir erst. Die Strebe. Oh, schaut euch mal das an. Komplett voll. Aber das Ding fährt richtig gut. Also, ich bin bisher so zufrieden mit dem Bike. Also, der Enduro-Aufbau hat sich richtig gelohnt. Es gibt nur noch einen Riesenmangel. Zeige ich euch. Das ist ein Scheißsattel. Also wirklich, der Sattel, er sieht ja echt schick aus. Ah, ist der letzte Scheiß. Der ist so unbequem, da kannst du gleich ein Holz, irgend so ein Holzbrett nehmen. So, Rainer, mach mal weiter. Geht's los. Mach mal weiter. Naja, ich glaube, viel fahren werde ich nicht. Das ist einfach geil, das Bike. Vor allem, wenn man sich mal überlegt, dass der Rahmen von 2011 ist. Ja. Und das Bike noch so viel Spaß macht. Ja, aber das ist doch der Hammer. Und er geht auch noch wie Sau. So, jetzt fahre ich mal ein Stück vor und dann, Rainer, mach mal Turbo und fahr hier rauf. Oh, jetzt kommt er. Also hier geht es wirklich so rauf. Das ist halt eine Skipiste. Oh, das ist doch nicht normal. Schau, wie er hochzieht. Ganz entspannt, locker, easy. Ja, da kann halt ich nicht mithalten. Also da hat man keine Chance. Da hat man keine Chance. Ich schieb das letzte Stück jetzt rauf. Das ist mir einfach zu heftig. Da vorne steht er schon und zählt sein Leben. Warte, ich schalte den virtuellen Motor jetzt ein. Aktivieren, zack. Boom. Oh. Geschafft. Das war's. Wir sind so gut wie oben. Ja, und du lachst hier einen ab, oder was? Es war schon schwer, aber ich hab's geschafft. Warte, du musst es so machen. Es war schon schwer, aber der Motor hat's geschafft. Ich hab meine Ausdauer dabei. Du hast deine Ausdauer im Akku, gell? Genau. Oh, jetzt kommt ein Trick. Oh ja. Die Hose hängt! Er hängt fest. Och ja. So, wir sind am Ziel. Wunderbar. So, du bleibst hier stehen. Oh, geil. Das ist mein Ausblick. Oh, Hammer. Leute, guckt euch das an. Dann geht's runter. Zack. So Leute, jetzt gibt's hier noch mal ein bisschen Landeskunde. Also passt auf. Ja, wenn ihr hier jetzt schaut, für die meisten für euch am wichtigsten, da hinten ist der Ochsenkopf. Ja, Bikepark Ochsenkopf, kennt ihr. Neben ist gleich der Schneeberg. Und ja, für die hier aus der Region, das ist alles diese Hauptkette Fichtelgebirge. Ne? Da habt ihr Seehügel, Nussart, Schneeberg, Ochsenkopf. Schauen wir mal, was wir da dieses Jahr ein wenig schaffen. Und jetzt, Rainer? Jetzt weiter. Jetzt rocken wir den Trail. Es geht da unten rein. Und dann komplett da hinten runter, zack, bis da unten ins Tal. Hoffentlich sieht man es. Und dann müssen wir da ganz wieder zurück. Und da hinten, da ganz da hinten, da selbst. Da müssen wir hin. Rainer, hast du Bock? Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Let's go! Dann klären wir mal das Ding. Boah, ist das hier nass!
Oh ja. Geil. Komm nur nass. In dem Fall nass. Oh ja, muss man ein wenig aufpassen. Ba, 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 ba. Oh schade, hier kann man so geil reinjumpen. Da, 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 da. Hallo. Hallo. So, und jetzt geht's weiter hier. Fullspeed, Leute. Jetzt sind wir gleich am Aussichtspunkt. Jetzt müssen wir gleich nochmal treten. Genau hier. Oh je. So Rainer, jetzt müssen wir nochmal treten. Hast gehört, der eine Wanderer. Boah, wie kann man denn hier lang fahren? Ja. Ja komm, der wieder mit Motor. Gib da an. Zeige ich euch mal, wo wir hingefahren sind. Hier ist es nämlich auch richtig schön. Boah, mein Gesicht ist wahrscheinlich total dreckig. Oh. Tada! Geil! Vor allem kannst du hier hinhocken und chillen. Vor allem das letzte Mal war ich hier und hier ist so eine Pfütze und es hockt sich so einer hin und er will sich so abstützen und direkt mit der Hand voll rein. Der hat halt auch Handschuhe an. Meine Brille beschlägt. Oh, schaut euch den Ausblick an. Hammer. Hammermäßig. So, wir werden jetzt hier mal weg das Territorium entdecken. Oh, da oben sind die Wanderer. Oh, Alter. Hey, hey, hey. Hier könnten wir runterfahren. Das wäre voll die geile Line. Da müsst ihr erstmal raufkommen. Das ist kein Problem. Hey, geil. Hey, die fahre ich jetzt. Laufen wir es hier mal ab. Man könnte ja auch hier oben lang und dann hier runter. Naja, hier hoch. Zack, zack, zack. Aber das machen wir erst, wenn ich verheiratet bin. Okay, die Line, die mache ich jetzt. Ehrlich? Na klar, du auch. Nee, ich nicht. Du nicht? Nee. Komm, die ist mega geil. Ich hole mal das Bike. Ganz nach dem Motto, wer sein Fahrrad liebt, schiebt. Jetzt guck nicht so kritisch. Ja gut, das geht schon. Ja, jetzt müssen wir es erstmal da hochtragen. Könnte sketchy werden. Er geht doch voll safe. Er geht doch voll safe. Geil, Mann. Jetzt fahren wir gleich hier weiter. Okay, das ist sketchy. Woo! Und hier rein. Geil. Woo! Nice. Das ist mein Ding. Geil, Rainer. Jetzt bist du dran. Hier lang und einmal runter. Aber mit dem Bike macht es, denke ich, trotzdem auch schon Spaß. Weil für hier eigentlich 160 mm. Perfekt. Ja, war doch super. Jetzt fahren wir weiter, Leute. Der Trail hat noch lang kein Ende. Dann klären wir mal. Jetzt wird es nochmal richtig schön ruppig. Ah, es ist einfach, der Trail macht so Spaß. Müssen wir mal aufpassen, wie glatt hier ist. Oh. Ja, da sind ein paar Steine drin, du. So, jetzt können wir wieder den Gas geben. Boah, ist das rutschig. Ey, der ganze Schlamm. Woo. Wow. Geil. Und doch geil.
schön steinig. Schauen wir mal, fahren wir mal hier lang. Oh ja, hier geht besser. Yes! Oh, geil! Woo. Nice! Das ist ein geiler Enduro-Trail. Der Teil ist halt so, da kannst rollen lassen. Da kannst rollen lassen. Macht so Spaß. Also ich liebe so Wetter. Wenn es so wenig nass ist, so ein bisschen der Dreck einem entgegenfliegt, finde ich das einfach geil. So, als nächstes geht's da weiter und dann gibt es eigentlich noch eine Abzweigung und dann ist der Trail leider schon zu Ende, aber ein bisschen was kommt noch. Oi, was ist denn hier los? Nice. Oh, es sieht fast so aus, wie wenn hier wer gestürzt ist, aber es ist gar nicht so. Ich habe meins auf jeden Fall deutlich besser hingebracht. Guckt euch mal den Dreck hier an. Geil, oder? Ich liebe es. Anscheinend ist hier ein recht nicer Jump. Schwung. Einfach nein. Nee. Naja, mach mal. Du musst bloß drüber und auf den Stein unten aufpassen. Halt am besten drüber jumpen. Ach, da komme ich bis dahinter. Eben. Nice. Na, dann erkläre ich den mal. So ein geiler Tag heute, wirklich. So ein geiler Tag. Let's do it. Fahren wir erstmal langsamer. Ja, ist nichts dabei. Ist halt ein kleiner Drop. Ja, schön sauber geklärt. Ja, so muss das sein. War doch schön. Man war doch sauber. Der Rainer merkt seinen Krampf. Also die Kondition bergab ist bei ihm weg. Ja, ich werde jetzt noch mal ein Stück hochtreten. Und dann fahren wir mal das letzte Stück. Ja, fahren wir heute mal rechts. Boah, Schlamm! Boah, da haben wir Schwung voll an. Und einen Sprung. Yes! So! Schön durchs Gehölz. Und in die Kurve. Boah! Das war knapp. Yes! Boah, schön ab. Machen wir mal hier oben lang. Zack. Boah. Boah. Oh, shit. Das war's. Ja. Ja, komm. Hast geschafft. Das war super. Hast gut durchgehalten. Ja, wir verabschieden uns für heute. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir fahren jetzt noch nach Hause. Das wäre ja uninteressant. Jetzt werden wir noch irgendwas für die Kondition machen müssen. Hat richtig Spaß gemacht. Rainer, dir auch, oder? Freilich, auf jeden Fall. Auch mit ein paar Krämpfen. Ja. Also Leute, macht es gut. Nächste Woche gibt es das schöne Video. Viel Spaß beim Anschauen. Servus.